So, wahrscheinlich der letzte Stream von Ribbit King, denn wir wollen heute den namensgebenden Titel des Ribbit Queen, des Ribbit King oder in meinem Fall der Ribbit Queen, funktioniert das? Name Drop, ja, das wurde beim letzten Mal schon gemacht. Der Dödel steht hier, der Sack. Das Sackgesicht, gegen das wir kämpfen müssen. Aber die Frage ist. Schüttel es. Ein Versuch kostet 200. Ich wollte mich gerade überlegen, wenn es eine Möglichkeit oder wenn es einen Tag gibt, wo wir auf jeden Fall mal Items ausrüsten sollten. Ich merke jetzt erst, der Cursor ist eine verdammte Kaulquappe. Dann ist es. Macht Gegenstände 100 mal größer. Den können wir nicht benutzen. Dann die Kurven. Macht den Frosch unbesiegbar. Dann nochmal das Essen und eventuell die Rakete und Deckel drauf zu machen. Ich würde jetzt tatsächlich Sachen einpacken. Dann haben wir natürlich noch die Frösche. Da haben wir noch die Möglichkeit. Dieser mechanische Frosch mit Öl und Elektrizität. Wahrscheinlich kann er nicht geschockt werden. Shaky. Hä, Moment. Wir haben den ja doch, den Shaky. Sehr merkwürdig. Der Frosch ist ein Geist, also macht ihm Lava nichts aus. So, dann können wir ihn mitnehmen statt Little Lung. Lass dich nicht täuschen, dieser Frosch kann gut schwimmen und seine Fühler können angeblich Strahlen aussenden. Ich würde sagen, nehmen wir noch den Entenfrosch mit als finale Ausrüstung für heute. Hey Tachi, willkommen. Das passt alles. Und dann sind wir gut ausgestattet für das große Finale gegen Gumbagoo. Aber wo wird es ausgetragen, ist die Frage. Wo wird es ausgetragen? Ich tippe immer noch drauf, dass wir eine verdammte All-Star-Tour um die komplette Map machen. Oder wir gehen einfach nach Hypnotron. Okay. Was sind deine letzten Worte? Gegen Gumbagoo. In Hypnotron. Ich mach mir Sorgen. Aber okay, anscheinend kann ich mal so viel hier. Ja, ich habe gelernt aus den letzten Matches, dass es eventuell mehr Sinn macht, auf die Punkte-Bubbles zu gehen. Das heißt, perfekter Schlag. 100 extra Punkte mitnehmen mit einem kleinen Hopser. In Low Gravity. Easy, und dann noch rein und dann noch. Jo, und dann noch springen und. Ich würde sagen, das war ein würdiger erster Schlag. Die Snacks sind am Start. Okay, er geht über das Netz. Gönnt sich das nächste Netz. Oh shit. Oh mein Gott, Alter, wenn er jetzt durchgeht. Was? Leute, ich glaube, wir sind nicht bereit. Wir sind nicht bereit dafür. Oh mein fucking Gott, ich dachte, mein Move wäre gut gewesen. Was hat der da gerade für eine Shitshow abgezogen? Das würde doch niemals klappen. Ich kann direkt neu starten. Ich will doch einfach nur... Warte, so. Nee, so funktioniert das nicht. Ja, nimm einfach den Spaß mit. Wenn wir Glück haben, geht es nur 4 Runden. Schade, tatsächlich keine All-Star-Tour über die gesamte Map. Oh, 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 Double. Jetzt noch ins Wasser. Jetzt noch ins Wasser. Jetzt noch ins Wasser. Ja, ja. 3. Ah, leider nicht so krass. Also wir merken uns für die nächste Runde. Die Trampoline der Map sind krass. Gotcha.
Die Trampoline der Maps sind auf jeden Fall krass. Und der Mann weiß, was er tut. Oder das Dings. Ich mag's, wie seine Dinger klappern. Gott, ist das dein Gehirn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst vor dem. Der ist gruselig. So, wir liegen knappe 400 Punkte hinten. Aber wenn wir Glück haben, können wir das mehrmals versuchen heute, deshalb. Das macht es nicht ganz so gravierend. Ohne Mist, der grüne Frosch sieht fast aus wie... Ohne Mist, ja, da ist das Orangen-Dings. Ha, ich bin leider hinten, das heißt, ich kann ihm nicht dabei zusehen, wie er seine Tricks macht. Wir müssen aber auf jeden Fall mitschreiben. So, beim letzten Mal hat es Sinn gemacht. Quasi hier zu landen. Im Orangen Ozean. Beziehungsweise, lass mal anwinkeln. Aber wenn ich so mache, nee, warte, das macht keinen Sinn. Ich muss das ganz gerade machen. Oh, das wird so in die Hose gehen. Ich muss auf jeden Fall machen, dass er nicht im Whirlpool landet. Ich kann die Markierung nicht mehr sehen, okay. Oh, das könnte zu wenig sein. Das könnte zu wenig sein. Los, Kinder, du schaffst das! Schwimm durch den... Und wo komme ich jetzt raus? Okay, auf der anderen Seite. Ist ja per se erstmal nicht so schlecht. Aber leider Käse. Leider kompletter Käse. So, was macht er? Er dreht sich nach links. Gotcha. Zwei Netze und jetzt auf die Rainbow Road. Auf den Ring des Saturns. Ah, so krass war der Move jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt. Wo ist er? Wie weit weg ist er? Wo ist hier? Er ist hier. Kann sich halt locker noch die Blase. Weißt du was? Es wird Zeit für die Rakete. Es wird Zeit für Doping. Und perfekter Schuss! Fick dich! Gotcha. Eventuell haben wir ein ganz klein bisschen Pech. Er verhöhnt mich, er springt einfach hier durch. Heavy 20! Achso, ja, verdoppelt. Bin dumm. Ich will neu starten. Kann nicht sein. Ja, jetzt ist auch scheißegal hier. Ja, jetzt machst du den Superschlag. Und jetzt am besten noch daneben springen. Oder genau rein. Warum nicht von Anfang an so? Okay, merken wir uns, bei dem Loch kann man an den Rand springen. Noch liegen wir vorne, aber er wird locker aufrollen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele von diesen Blasen da noch sind. Ärger deine Froschis nicht. Ich ärgere keine Froschis. So, jetzt hat er 100 Punkte verspielt. Das wird aber nicht genug sein. Oder vielleicht, wer weiß. Also ich habe ein bisschen verschissen. Ich glaube, hätten wir den eingelocht, dann hätte ich so 300, 400 Punkte bekommen dadurch. Aber so macht das halt noch einigermaßen mit Schadensminderung rein. Tatsächlich nach wie vor 400 Punkte Unterschied. Nach wie vor nur 400, also wir sind nicht schlechter geworden.
Trotz eines Fehlers. Also eventuell war sein erster Move halt wirklich sehr strong. Wir können ihn beim nächsten Mal kopieren. So. Jetzt kommt die komische Map mit den Slimies. Der kleine Insel. Das einzige Problem ist natürlich, dass dieser Strom uns hier wieder hochkickt. Dort ist ein UFO. Dort ist hier irgendwas. Ist hier das Loch? Hier ist auf jeden Fall das Loch. So, können wir... den Ball ein bisschen flacher spielen. Ich werde es wagen. Wir müssen uns eh noch rantesten. Wir müssen uns noch rantasten. Flieg, Gitter! Flieg! Und fall bitte nicht in den Abgrund! Okay, dann fall eben in den Abgrund! Wir können es theoretisch gesehen dreimal heute gegen ihn versuchen. Irgendeiner dieser Tries wird es doch bewähren. Oh, dann muss ich ja noch von hier starten. Was ist das für ein Käse? Ich bin nicht willens zu lernen, deshalb gleich nochmal die Definition von Verrücktheit. Einfach nochmal versuchen und hoffen, dass was anderes passiert. Durch die 100! Durch die 100, die 200 Punkte und nochmal 60 dazu. Das war strong. Das war strong. Wir haben gerade gut Punkte aufgeholt. Oh, ich wünschte, wir hätten die 100 nicht verloren. Die 100. Es ist so knapp und gleichzeitig hat er mich komplett abgezogen im ersten Zug. Er hat mich so hops genommen. Und sein Frosch hat Pac-Man-Augen. Warte mal Sekunde, wo bin ich? Oh, ich glaube, ich habe das falsche Loch angespielt. Okay, machen wir es anders. Ich würde sagen, ich spiele in dieses Wasser rein. Dann schwimmt er, gönnt sich ein paar Schwimmpunkte und nochmal 100 für die Sachen, die hier drin sind. Zack. Und vielleicht noch ein Item? Oder noch eine Fliege? Oh, 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 Bonuspunkte, oh, Bonuspunkte, Bonuspunkte, wir liegen vorne, Leute. Wir liegen vorne. Und hat Cosmo, hallo Cosmo, was machst du hier? Warum tanzt er den Algentanz? Oh, oh, jetzt macht er seine Ultra-Chain. Das war doch alles nur Setup. Der Frosch ist gestärkt. Die 100er Bla, okay, weißt was? Oh, ich wünschte, ich könnte diese erste 100er Blase auch noch mitnehmen. Das ist soweit ganz gut. Okay, okay, okay. Vorwärts. Schafft er die 100, schafft er die 100, schafft er die 100, schafft er die 100. Wir sind gleich da. Er schafft sie nicht. Der wäre einfach reingegangen. Okay. Ärgern wir uns nicht über das, was nicht passiert ist. Freuen wir uns darüber, dass was passiert ist, dass wir nah dran sind. Aber eigentlich hätte ich die 100 Punkte gerne noch gehabt, wenn ich ehrlich bin. So, er hat den verschossen. Ja, dann würde ich sagen, Deckel drauf. Rein da. Willkommen zurück, Foxy. So, wenn er sich jetzt dumm anstellt, macht er pro Runde Minuspunkte. Leider ist er aber schon näher dran, als es mir lieb ist. Aus. Ich wollte gerade sagen, außer er scheißt komplett rein, aber... Ah! Ah! Irgendein Item für ein paar Punkte. 10 Punkte nur, Glück gehabt. Wir lieben dich, auch wenn du nicht die Feuerprinzessin wirst. Aber ich will die Feuerkönigin sein, ich will die Ribbit Queen werden. Warum schießt er daneben? Warum schießt er daneben? Was zum Fick war das? Was hat die KI da gerade verhauen? Okay, jetzt wird er sich richtig ärgern. Schau dich an, wie der Drecksack sich ärgert. Und da hat er seine Moment verloren. Okay. Okay, ein Setup. Das heißt, er darf anfangen. Das heißt aber auch, er darf seine ultra krassen Moves machen gleich.
Es ist die Map. Es ist die Zielscheiben-Map. Hier wird das Finale also ausgetragen. Vermeintlich. Ist aber auf jeden Fall eine würdige Final-Map. Ah ja, richtig, hier gibt's ja diese mal zwei Blasen. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, mit den Bonuspunkten zu arbeiten. Ganze 100 Pluspunkte. 100 Pluspunkte, also. Das haben wir gelernt. Dort geht's zum Ziel. Hier sind wir. Wenn ich ehrlich bin, ich bin ein bisschen niedrig. Wo hat er hingespielt? Dort nach links. Wir nehmen quasi die malerische Route. Es gibt hier auch wieder so Gravitationsschläuche. Also was passiert, wenn ich hier nach links? Kann ich da hochspielen? Kann ich da hochspielen? Theoretisch, oder ist das nicht möglich? Es wäre möglich. Das ist aber eine knappe Kiste, du. Außerdem kriegt man hier für den Rand mehr Punkte. Das ist ja Käse. Oder wir spielen hier drauf. Idealerweise mit einem mal zwei Multiplikator. Okay, es funktioniert so nicht, leider. Und von hier aus kommen wir dann hier rüber. Ich muss ein bisschen vorausplanen. Eventuell. Ich würde einfach mal sagen... Oh shit. Warte mal, kannst du übrigens abbrechen, wie ich rausgefunden habe? Mit Dreieck. Hoch da. Do it! Fliegsgitter! Und lande in der Mitte. Schön auf dem Rand und dann schön in die Mitte. Ja! Saubere. Wir brauchen alle 100er Punkte, die wir kriegen können, um mit ihm mitzuhalten. Also, dass wir quasi keine Runde Verlust machen und dass wir vorne im Ziel landen. Das ist mein Ziel für diese Runde. Dann könnte das was werden. Ach ja, richtig! Die Platte bringt dann ja nach oben. Ich hatte das vergessen. Oh Gott, wo ist er? Wo ist er? Da hinten ist auch so eine Platte und die ist kurz vorm Ziel. Also eventuell... Eventuell können wir das auch. Können wir das auch? Also wir kommen natürlich nicht nach darüber. Aber eventuell können wir... Hab ich nicht... Warte, ich hab doch in meinem Zauberkästchen... Rostreibstoff. Damit können wir ein bisschen höher fliegen. Das ist doch das ideale Item für die Map. Kriegen wir eventuell... Diese Blase, wir kriegen in der Tat diese Blase, wenn ich es jetzt richtig anstelle. Bitte. Okay, versuchen wir es. Perfekt, am roten Kranz, durchzieht mal. Ich fühle mich verarscht. Ich komme mir wortwörtlich ein bisschen verarscht vor. So, da geht auch die Lead dahin. Hä, ich habe doch und ich mache doch und wieso hat das nicht funktioniert? Vielleicht ein bisschen höher dieses Mal. Kriege so oder so nicht das Ding, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem in die Mitte. Nicht ganz mit voller Power. Ah, zumindest von oben, nicht von der Seite. Was ist das für ein Dreck? Ich mache nichts falsch! Gotcha. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt verliere ich 100 Punkte für jede Runde, wo ich runterfalle. Ach, laber doch nicht. Laber doch nicht! Natürlich landet der da unten! Der Drecksack!
Ey, ich hab keinen Bock auf diesen Scheiß hier! Ich kann nicht mal diese Map richtig navigieren! Und kriegst du auch nur 30 Punkte, wenn du nicht in der Mitte landest. Go. Ja, nimm wenigstens die scheiß Punkte mit. Oder warte, ja, weißt du was? Weiter außen. Stimmt. Kannst eigentlich auch, danke übrigens für den Headpad, Nico. Oder wer auch immer den geschickt hat. Genau, schieß dich ins Aus. Ja, klar! Ach ja, richtig, die fallen ja nicht von der Map oder irgendwas war. Diese Map ist sus. Diese Map ist ultra sus. Aua! Warum? Höher. Auf die 100 und dann... Wir können natürlich auch in den Gravitationsstrahl rein. Wenn wir es geschickt machen. Oder diese mal 2 mitnehmen. Wenn ich es richtig anstelle. Aber wir schneiden die halt auch nur ganz gewaltig an. Irgendwer hat mich gebongt. Vielleicht war es nur ein Versehen. Ist gebongt. Okay, versuchen wir es so. Oder? Reicht es so? Ich bin nervös. Eigentlich haben wir es schon verkackt. Eigentlich haben wir schon verkackt durch diese Scheiße eben, aber... Mal 2? Keine mal 2, natürlich nicht. Ja, laber nicht. Und dann natürlich nur 50 Punkte. Ich zähle da nur 1000 Dreckspunkte. Und wenn ich nicht in der nächsten Runde einloche, dann ist es vorbei. Und dann kriegen wir so Out of Bounds King, Alter. Habe ich irgendwas in der Kiste? Komm! Totale Fleet Power. Ah ne, warte, ich darf nicht auf den Rand spielen. Scheiße, ich muss genau rein. Ist nicht möglich, weil er bleibt kleben. Ich erinnere mich daran. Oh, so weit entfernt. Und so nah. Kann ich nicht einfach den hier machen? Komm nicht näher ran. Oder vielleicht habe ich Glück und er springt recht hoch, I guess, aber... Nee, er bleibt kleben. Eigentlich wäre er reingegangen. Die 900 Punkte. Damit hängen wir jetzt 200 hinten. Wenn wir jetzt einen 200er Bonus kriegen, für Crash König. Dann wäre das die größte. Dann wäre das der größte Plot-Twist seit dem Hund. Aber so gesehen. And now the result. Your score so far is. Nicht gut. Das sind genau die 200 Punkte, die ich verloren habe, bis runterfallen. Ich bin so wütend. Surprise bonus for this round is for this. Crash König? For this many 200 points. 200? 200? And er hat auch ein paar Mal gegen geklatscht. You! Oh, yeah! So, the winner is... Wisst ihr was? Player. Hooray! Huh? Was ist hier gerade passiert? The winner is awarded... All these points. The end. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ah, I lost. Scooter, you're our new champ. The new Ribbit King. Hey, hooray! Congratulations, you're the winner. The Froth Cup is yours. All right. Hey, Scooter. The Super Ribbonite! Oh, yeah, that's right. So, where's the real prize, the Super Ribbonite? Es hat nie existiert. Hey, don't rush me. Over here. That's it?
You've got to be kidding. Nope, afraid not. Are you saying I'm ripping you off? Don't insult me. Just look. It's the same size as the picture in this flyer. Oh. Maybe I don't got you covered. Oh, no. Im Weltall hört dich niemand schreien. Und was jetzt? We're in big trouble, aren't we? Yep. What are we gonna tell the king? We're gonna have to tell him the truth. Can planet Hippotron be saved with an itsy-bitsy piece of super ribbonite like this? Not a chance. It needs to be at least 10 times bigger. You said 10 times? Right, 10 times. Hmm? 10 times? Oh, wow, the big 10 bang! Oh! It's gotta be in here. Ich hatte es vorhin noch in der Hand. Once we use this, we'll be saved. All right, there's working. Now for the final step. Nein, nicht hier, nicht hier. You shouldn't have activated it here. Whoops, big mistake. Oh, I'm squished. There's no room. I can't breathe. Oh, God. Okay, also das ist ein super lustiges Ende so. Vor allem, ich habe das Item noch in meiner Tasche entdeckt vorhin und war so, oh, das können wir gar nicht benutzen. Hm, komisch. Okay, was für eine Achterbahnfahrt. Und was für Jams. Wie fandet ihr das Spiel? Würdet ihr es euch auch kaufen, wenn ihr eine PS2 hättet? Oh mein Gott, dieses Ende war so eine Achterbahnfahrt. Ich habe vielleicht ein bisschen zu sehr geflucht, aber es war auch halt auf Biegen und Brechen so. Aber gut zu sehen, dass es jetzt quasi vorbei ist. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Post-Credit-Scene, dass sie irgendwie in Hippotron ankommen und dann alles okay ist. By the way, der Planet heißt Hippotron und wenn du genau aufpasst, dann siehst du auch, dass diese komischen Bommeln, die haben alle solche Bommeln und die sehen halt aus wie Hippo-Ohren. Und sie haben, also zumindest die Wissenschaftler, haben solche Zähne wie Hippos. Das heißt, vielleicht ist er ein Nilpferdmensch, will ich damit sagen, unser kleiner Scooter. Du hast einen neuen Frosch! Wen habe ich freigeschaltet? Ah, Scooter, great job! You should save all your hard work. Ja, machen wir. Einmal speichern und dann gucken wir uns den neuen Frosch an. Ich scheine, by the way... In the history books. So, können wir noch einmal reingucken, einmal quasi durchgespielt. Kann ich in den Story-Modus gehen und dann einfach gucken, was ich für einen neuen... Oh, geh weiter! Oder geht's jetzt von vorne los? Ah, it's Scooter. Thank you for coming. You need me for something, King? Well, to tell you the truth, we have a teensy problem. Well, you see... we're doomed, we're doomed. This planet is doomed, I say. This is the end. Your Highness. We'll be honest with you, Scooter. Unfortunately, a band of outlaw renegades, the Oinkatrons, are invading our planet. What? Invaders? Oinkatrons? The Oinkatrons are trying to talk to us. Well, did you prepare that little something I asked for? Listen and listen good. Don't ignore me, Captain Oinka, King of Planet Oinkatron. Beware! If you fail, this is what's going to happen. Was? Get the picture? Now, if you don't want your charming little planet to be blown to smithereens,
I don't get it. What's this special thing that Captain Oinka wants? It's this. What? Playbox Advanced? No. What they really want is the complete set of hints and clues for Mega Zapper Men 2 video game. You sure these guys are invading us just for that? Scooter, you're the finest gamer on this planet. Please find out how to win this game so that you can give Captain Oinka a hints and clues. I don't know. What? Mega Zapper is a really, really hard game. I've already tried lots of times, but... No! No, don't tell me this! Don't worry, King. I happen to have some great ideas. If I'm remembering right, Sparky and Whoosh have a full set of hints and clues. We've got all the hints and clues for Mega Zapper Men 2. Wanna buy it? Huh? Don't worry, just leave it to me. I'm gonna go right now and get it for you. Great! We're counting on you, Scooter! Pickwick, over here! Huh? Oh, I'm so sorry! Hey, it's doch hier einfach weiter! Well, back to the Brawl intensive training! Right. It's gonna be hard to beat Sparky. Ich meine, es war einer der härtesten Gegner. Aber es ist nicht mal die gleiche Story. What? Wir haben eine neue Flaschenkrone. What the fuck? Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber... Ist das nicht das Ende? Ist das nicht das Ende? Kommt jetzt noch eine neue Cutscene? Pan Pan 2? Einfach nicht das Ende, als ob... Ach du Scheiße, ich muss das so zusammenschneiden, dass es nicht weird wirkt. Ah. Und ich darf anfangen. Deshalb würde ich sagen, Frösche, nehmen wir direkt den, Shaky. Der kann nämlich durch Lava schwimmen. Ja, anscheinend hat das Spiel eine Art Postgame. Und versuchen wir unser Bestes. Blinkender Shaky. Ist ja perfekt drauf aus. The end is never the end, it's never the end, it's never the end, it's never the end, it's never the end. Mal gucken, wie viele Folgen wir noch brauchen. Weil theoretisch gesehen wollte Sparky mir ja die Tipps und Tricks schon verkaufen. Aber irgendwie meinte er dann so, nö, doch keinen Bock. Und ich hatte, glaube ich, auch nicht genug Geld. Und eventuell lag es daran. Und ich meine, er hat das auch zu bezeichnen, also sollten wir jetzt Pan Pan 2 machen. So richtig schön flach spielen. Der ging richtig flach. Super Schlag und dann ab ins Ziel. Ping, 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 ping. Leider nicht so viel mitgenommen. Mit der Ultra Duper Duper Fliege. Hat noch 0 Punkte, also. Der ist jetzt nicht so stark wie der Gumbagu. Space Panda. Also wie gesagt, wenn nach dem Gegner kein neuer angezeigt wird, würde ich sagen, gehen wir direkt zu Sparky und Whoosh. Oder wir müssen halt noch alle Gegner besiegen. Bis wir die Secrets bekommen. So, schön um die Kurve und rein. Ich denke mal, ich werde jetzt den Stream wahrscheinlich nennen. Wir werden Ribbit King und dann... Es geht noch weiter? Oder... Der... Das... Irgendwas mit Plus Überraschung oder so. So, leider nur 800 Punkte bekommen. Sehr gut. Voll kleiner Panda. Voll. Und wenn du damit fertig bist, dann mach bitte deinen Abschlag. Kommt jetzt die Mondlandschaft? Nee, okay, es ist die Map. Das ist die Map mit der Spalte. Genau, das ist die Map, wo sich Fully unter die Map geglitscht hat. Das war super. Ich habe ein paar der Folgen jetzt mittlerweile gesehen.
Ich wollte die halt nicht gucken, damit ich nicht gespoilert werde für das Spiel, aber technisch gesehen bin ich jetzt weiter als die, also kann ich mir jetzt alles angucken, I guess. Ich hab das Spiel jetzt durch, aber irgendwie auch nicht, also ein bisschen weird. Ich glaube, wir machen gleich noch eine Folge. Ich hab das Feuer. Oh mein Gott, oh mein Gott, wenn er jetzt noch einen feuerfesten Frosch gehabt hätte. Oh mein Gott! Und tot! Minus 200! Da wir ja wissen... Warte. Frösche. Direkt auf Shaky wechseln. Wir machen nicht den gleichen dummen Fehler wie beim letzten Mal. Ich überlege gerade, macht es jetzt Sinn, eventuell hier runter zu springen? Ja, ich glaube, das macht sogar sehr viel Sinn. Bisschen nach links. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Schön eintauchen und die Blubberblasen mitnehmen. Zack. Ich glaube, die haben nie weiter aufgenommen nach Part 4. Ja, irgendwie, ich glaube, ich bin auch ein bisschen verwundert, weil es gibt ja 5 Planeten. Und theoretisch gesehen ist der einzige Planet... Fuck! Der einzige Planet, der noch fehlt, sehr gut. Ist ja der... Oh, bitte spring darüber, bitte spring darüber. Schade. Der einzige der Planet, der fehlt, ist ja der Technikplanet. Ich würde sagen, sie machen nochmal eine Aufnahmesession am Montag. Also quasi jetzt ist eine Aufnahmesession, vielleicht kommt es demnächst online. Und danach sind sie, glaube ich, durch. Geh in die gruselige Höhle. Der Technikplanet, abgenickt von Technik. Naja, Technotron heißt er doch, glaube ich. Kann ich nochmal hier schön Tiefflieger machen? Nee. Kann man da irgendwie mit einem Trickshot rüber? Ich mach das echt einfach so. Ich mach das einfach so. Techno ist cool. Technisch gesehen sind wir trotzdem Ribbit King geworden, so ist nicht. Die Umstände sind nur ein bisschen merkwürdig. Ja, das passt schon. Oh, 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 wird wohl ein bisschen knapp hier. 100 Punkte, nochmal. Zack, 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 Blubberblasen. Ja, das ist doch ein ordentlicher Abstand. So wird das Spiel gespielt. Dass er diesen Einschuss verkackt hat mit der Lava, das war natürlich Gold wert. Apropos verkackt. Ganz schön heiß da unten. Mir fällt auch gerade was auf, und zwar haben wir noch nicht alle Frösche gekauft. Eventuell muss ich Pigwits Menü in der nächsten Folge mal checken. Danke fürs Trinken. Denn eventuell haben wir einen Frosch, der quasi... Ja, das sollte hinhauen. Dankeschön. Vielleicht haben wir den Gumbagoo. Fuck! No, no, yes! Okay, vielleicht haben wir den Gumbagoo-Frosch bekommen. Umsonst. Aber wir müssen halt noch zum Beispiel den... Von dem Panda-Frosch müssen wir noch freischalten. Und uns fehlt der... Den Cosmo-Frosch haben wir. Der Frosch von diesen drei Pigments fehlt uns. Von diesen Enten. Das, der ist nämlich gelb mit so einem Ding. Generell ist das Menü viel zu groß. Oh Gott, ich hab so Angst. Nachher ist der 20. Platz für den Secret Endboss. Vielleicht kann man diesen komischen Schweineheini da freischalten. Oh mein Gott. Es hat sich einfach ein komplett neues Spiel eröffnet.
800 Punkte hinten, das sieht man gerne. Mach, kleiner Panda. Tu, was du nicht lassen kannst. Among Us. Und jetzt voll den Maul von dem Monster. Norm. Ah, okay, er macht aber Pluspunkte. Das machen die normalerweise nicht. Vielleicht sind die Computer besser geworden. Generell ist das ein ziemlich stronger Move. Oh mein Gott. Bin leider nicht dran. Deshalb, wie machen wir das jetzt am besten? Nehmen wir die Route mit den 150 oder lassen wir uns einmal fressen? Oder nehmen wir... Ich habe einen Plan. Ich habe den Plan aller Pläne. Also, ich würde sagen, wir versuchen, nicht im Maul rein zu rennen, aber das ist natürlich auch okay. Solange du mit dir richtig riechst und spuckst, was du nicht machst, aber nett, okay, okay. Und jetzt eventuell in den 100er, das war überhaupt nicht das, was ich meinte, aber mit einer Fliege, mit plus 90, das war überhaupt nicht, was ich wollte. Ich wollte eigentlich eine goldene Fliege ins Wasser, andere goldene Fliege zurück ins Wasser und dann vielleicht noch in das Pflanzenteil, aber ja. Ich würde sagen, Schadensbegrenzung wurde betrieben. Halt die dummen PNG-Fliegen. Ich kann leider nicht sehen. Da ist sogar schon das Ziel so. Warte. Jetzt der Geist da. Jetzt der Geist hoffentlich weg. Bitte sei weg, Geist, sei weg, Geist, sei Geist. Nein, ich hab die Blase nicht gekriegt, aber der Geist nicht da. Und jetzt hoch und volle Kanne rein. Komm schon. Das nenne ich eine nice Approach. Aber es wäre noch schöner gewesen, wenn er die Blase mitgenommen hätte. Moin. Ihr seid doch... Oh nein, Schlange. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr seid ziemlich happy, dass das Spiel noch weitergeht. Was? Der Haufen Scheiße. Ich meine, wir sind immer noch vorne, aber oh mein Gott, was war das für ein Trickshot? Der ist halt richtig schön. Okay, jetzt auf der Mondoberfläche. Schön aufpassen. Oder? Kommen noch zwei Maps? Ah, nee, Wettkampf 4, okay. Jetzt kommt diese komische Map. Ich versuche mein Bestes, Foxy. Ich versuche mein Bestes. Hey, hüpf. Bubbles. Er verkackt die Bubbles. Was sind unsere Alternativen? Ist noch auf der Seite irgendwas? Also hier gibt es auch noch einen Weg. Gibt es vor allem noch eine Oase, aber ehrlich gesagt... Hier ist das Ding, hier ist der Außenweg. Hier starten wir. Ja, also eigentlich ist es schon ein ziemlich guter Move. Versuchen wir unser Bestes. So ein 114 Dezibel Master Spark Scream. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die 100 Punkte, die waren so wichtig. Die hat er nicht gekriegt. Ich habe alles geschafft, was du im Leben nicht geschafft hast, Panda. Panpan. Was ist dein Name, Panpan? Master Spark! Alter, wenn der jetzt reingegangen wäre. Aber Item. Kein Item. Stattdessen Gehirnerschütterung. Sehr schön. Wer braucht schon Items? Kopfschmerztablette jetzt am besten. Okay, er kriegt etwas zur Worldo. Interessant.
Ah, wie wäre es mit einem absolut dicken Trickshot, aber ein bisschen niedriger? Eventuell. Ah, warte. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Okay, versuchen wir es. Vielleicht schalte ich rein dabei. Aber ich habe ein bisschen Puffer und kann mir das erlauben. So, flieg nicht so weit, flieg nicht so weit, flieg nicht so weit, flieg nicht so weit. Ich meine, ich habe den Diamanten berührt. Und ich werde in der gleichen Runde einlochen wie er. Das heißt, ich krieg auch 1000 Punkte. Das heißt, ich bin trotzdem 300, 600 Punkte vorne und er springt rüber. Nate oder nicht? Okay. Ich finde es immer krass, der Kristall färbt sich um, wenn der Spieler reinlockt. Oh fuck. Halt. Okay, passt. Volle Power! Joink. Also, weiter geht's. Another result. Oh, wäre cool, wenn er jetzt ein alternatives Outfit hätte. Was ist, wenn er in Wirklichkeit der Final Boss ist? Your score so far is this. Aber mit einem Hawaii-Hemd. The surprise bonus for this round is for this. Crash-König kriegt er. Jetzt kommen 600 Punkte. For this many war New Game Plus. Point. And the bonus goes to you. So, the winner is this player. Hooray! It's awarded all of points. The winner is awarded all these points. Schmackhaft. The end. Aber was wird Panpan dazu sagen? Wirst du mir was verkaufen? Ja. Do some shopping with that prize money. Wanna buy this? Yep, Pouncer ist teuer, aber ein neuer Frosch. Thank you. Und wir haben immer noch genug Geld für diesen Cheat oder für die Geheimnisse. Ein Super Zap PlayStation. Heißt das Ding PlayStation? Bitte sag nicht, dass das Ding Playboy hieß. Scooter. Das wäre ein bisschen cursed. Reporting back, are we? Yes, I'm reporting back, my king. Und es ging ein bisschen auf Game Station, okay. Game Station Advance oder sowas. Are you done for the day? Ich bin fertig für die Folge, deshalb sage ich bis zum nächsten Mal und tschüssi bei Ribbit King.